Kann losgehen. Die Jugendberufsagentur informiert über schulische Möglichkeiten. Schule hat bisher deinen Alltag bestimmt. Nicht mehr lange, dann ist die Zeit der Schule vorbei. Hast du schon einen Plan und weißt, wie es für dich weitergehen kann? Das ist Hanna. Sie weiß noch nicht, ob sie den ersten allgemeinbildenden Schulabschluss schaffen wird. Für eine Ausbildung fühlt sie sich noch nicht bereit, denn sie weiß noch gar nicht genau, was sie lernen möchte. Murat wird seinen ersten allgemeinbildenden Schulabschluss mit durchschnittlichen Noten erreichen und würde am liebsten an seiner Schule bleiben und den mittleren Schulabschluss abschließen. Doch seine Klassenlehrerin hat ihn schon geraten, sich um andere Möglichkeiten zu kümmern, da es nicht klar ist, ob er auf seiner Schule bleiben kann. Hanna und Murat haben verschiedene Möglichkeiten, sollten Bewerbungsunterlagen erstellen und müssen Bewerbungsfristen beachten. Achtung! Wichtig zu wissen ist, dass es für Schülerinnen und Schüler unter 18 Jahre eine Berufsschulpflicht gibt. Das bedeutet, dass ein Jahr ausspannen oder ausschließlich arbeiten nach der Schule nicht möglich ist. Haben die beiden keine Ausbildung, keinen Schulplatz oder keine Überbrückungsmöglichkeit, wie zum Beispiel ein freiwilliges soziales Jahr, werden sie in eine Klasse einer Berufsschule automatisch angemeldet und sind verpflichtet, daran teilzunehmen. Beide wohnen in Lübeck und möchten gerne weiter zur Schule gehen. Sie melden sich bei der Berufsberatung der Jugendberufsagentur Lübeck an. Der Berufsberater erklärt Hanna und Murat. In Lübeck gibt es 5 Berufsschulen mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Eine Berufsschule hat den Schwerpunkt Hauswirtschaft, Gesundheit und Ernährung, Soziales, Mode und Textil. Das ist die Dorothea-Schlözer-Schule. Eine weitere Berufsschule hat den Schwerpunkt Handwerk und Technik. Diese heißt Emil-Possehl-Schule. Die Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie verrät mit ihren Namen bereits ihren Schwerpunkt. Hier dreht sich alles um Lebensmittel. 2 weitere Berufsschulen sind die Hanseschule und die Friedrich-List-Schule. Der Schwerpunkt liegt im Bereich Wirtschaft und Verwaltung. Hanna findet besonders die Gewerbeschule Nahrung und Gastronomie toll. In ihrer Freizeit backt und kocht sie gerne. Der Berufsberater schlägt ihr vor. Du kannst eine Bewerbung für ein ausbildungsvorbereitendes Jahr schreiben. Dort hast du die Möglichkeit, verschiedene Berufe, wie zum Beispiel Fachverkäuferin Lebensmittel, Köchin und Konditorin kennenzulernen. Auch könntest du gleichzeitig deinen Schulabschluss an der Berufsschule nachholen oder verbessern. Hanna findet das Thema Gartenbau ebenfalls interessant und will sich auch bei der Emil-Possehl-Schule als Alternative bewerben. Sie kann sich mit einem Anmeldeformular an bis zu 3 beruflichen Schulen bewerben. Murat findet den kaufmännischen Bereich spannend. Der Berufsberater spricht mit ihm. Du hast die Möglichkeit, dich für die 2-jährige Berufsfachschule zu bewerben. Dort hast du ein Jahr mehr Zeit, um einen möglichst guten mittleren Schulabschluss zu erlangen, sowie für dich bereits einen beruflichen Schwerpunkt zu setzen. Dein Vorteil? Du hast dann nicht mehr alle Unterrichtsfächer, sondern konzentrierst dich auf deine Stärken. Für Murat ist das eine schöne Alternative. Sollte er nicht an seiner Schule bleiben können, wird er sich an der Hanseschule und an der Friedrich-List-Schule bewerben. Achtung! Beide müssen wissen, wann und wie sie sich bewerben. Hier klärt der Berufsberater auf. Bitte beachtet, eure Bewerbungen müssen bis spätestens Ende Februar bei der jeweiligen Schule abgegeben werden. Also kümmert euch frühzeitig und reicht alles möglichst Anfang Februar ein. Neben dem beglaubigten Halbjahreszeugnis benötigt ihr das Anmeldeformular, einen Personalbogen, einen Lebenslauf und ein kurzes Anschreiben. Für das ausbildungsvorbereitende Jahr gehen die Bewerbungsunterlagen ausschließlich an die Emil-Possehl-Schule. Für die 2-jährige Berufsfachschule müsst ihr euch an jeder Berufsschule einzeln bewerben. Hanna und Murat sind beide zufrieden und wissen, was sie machen müssen, um für sich den richtigen Weg in ihre berufliche Zukunft zu starten. Sie vereinbaren mit dem Berufsberater, sich spätestens ein Jahr vor Schulende für einen Beratungstermin zu melden.
So verschaffen Sie sich rechtzeitig einen Überblick über weitere schulische oder berufliche Schritte. Hast du Fragen? Brauchst auch du Hilfe bei der richtigen Schulwahl? Dann melde dich bei der Berufsberatung der Jugendberufsagentur Lübeck. Wir sind für dich da.